Ach, schau mal, da ist der Vierzylinder von BMW, das Gebäude. Da habe ich von einem Bekannten jetzt eine Geschichte gehört. Du hast mir sowas Ähnliches auch mal erzählt. Von der grünen Truppe bei BMW. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist. Kann ja sein, ich will nicht schlecht reden. Aber es würde passen zu einem Konzern wie diesem. Und zwar die grüne Truppe hat sich um die Grünpflanzen bei BMW gekümmert. Und zwar nicht einfach nur irgendwie, sondern passend zur Hierarchiestufe. Also die Hierarchie war nicht nur ausschlaggebend dafür, wo du deinen Parkplatz hast in der Tiefgarage, die es vermutlich hier gibt. Und die Hierarchie war auch ausschlaggebend dafür, wie viele Fenstersegmente im Großraumbüro an deinem Schreibtisch waren und ob die Fenster, ob du eher so saßt, dass du in den hässlichen Norden Münchens guckst oder in den schönen Süden. All das hat wohl Hierarchie entschieden, aber eben auch, dass die Ausschmückung durch Grünpflanzen und auch die Pflanzensorte hat einen Ausschlag gegeben. Und mein Bekannter hat da irgendwie eine Hierarchiestufe erklommen oder auch mehrere. Und plötzlich an einem Morgen, als er dann ankam an seinem Schreibtisch, an seinem neuen Schreibtisch, stand da ein Benjaminificus. Boah, das schien wohl irgendwie das Symbol jetzt der Macht zu sein. Natürlich nicht der absoluten Spitze, aber schon immerhin. Was irgendwie ja auch ganz schön lächerlich ist. Und er hat dann, so erzählt er jedenfalls, den Benjaminificus dann einfach zwei Etagen tiefer getragen zu einem Kollegen, etwas introvertierter, der nicht so viel von Beförderung gesegnet war, und hat dem den Benjaminificus auf seinen Tisch gestellt. Der war vor Freude fast aufgelöst. Also, ich weiß nicht, ob er geheult hat, aber es war wohl eine ganz großartige Geste. Ich denke, wenn ein Unternehmen so durchzogen ist von Symbolen der Hierarchie, wenn es so viel Wert legt, wenn es so viel Theater sich selbst vorspielt, dass es die Hierarchie so symbolisieren und aufladen muss, damit sich die Organisation vorspielt, wo die Macht eigentlich ist, dann ist so viel Energie nach innen gerichtet, dass es nicht wundert, dass die Konzerne, die solche Rituale haben, sich Schritt und Schritt von dem Markt entfernen. Ich meine, BMW baut tolle Autos, das ist vollkommen klar. Und trotzdem sehen wir in der ganzen Leitindustrie Automotive, dass sie es ganz schön schwer hat. Und das ist nicht kausal, hängt nicht kausal mit den Blumen zusammen. Aber der grundsätzliche Zusammenhang, für den würde ich mich einsetzen wollen. Je mehr bürokratisches Theater gespielt wird, desto mehr entfernt sich das Unternehmen vom Markt. Das ist ungefährlich.